Jo Leute, was geht ab? Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute etwas anderes Video. Heute sind wir auf dem Platz hier bei Preußen mit Delay zusammen. Ich glaube, ihr erkennt es schwer. Ich mache heute ein bisschen was mit denen, einfach warm machen. Die Warmroutinen übernehme ich heute. Bisschen Mobility. Gestern hatten die Jungs Spiel, also nichts Wildes. Einfach nur ein bisschen die Muskulatur lockern, ein bisschen durchbluten. Danach machen die etwas mit dem Ball. Also lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und viel Spaß beim Video. Let's go. Was sagst du den Wetterbedingungen? Das ist ja überraschend. Ist auch ein bisschen, was soll ich sagen? Also ich glaube, jeder ist bewusst. Keine Ausreden hier. Ich kenne eh keine Ausreden. Ich hoffe, die haben auch keine Ausreden. Aber heute wird ganz entspannt. Die hatten gestern Spiel, die Jungs. Deswegen mach ich heute einfach ein bisschen warm. Normale Aufwärmroutine. Und danach ein bisschen Stabi für die Beweglichkeit etc. Um die Muskulatur einfach ein bisschen nochmal zu entspannen. Und danach sind die eher am Ball, Spaß haben. Also kein Hexenwerk heute. Und man muss zwei Kontakte. Los, rennen! Oh, Digga! Oh, was denn? Der war aber schon richtig angeschlagen. Egal, der war schon nicht mehr rüber. Oh, Digga! Jungs, wir alle freuen uns, dass wir euch heute schon wiedersehen. Das ist wirklich mit Montagstraining ist. Quatsch? Bescheiden. Es ist halt so, wie es ist. Wir müssen das Beste draus machen. Gestern Spiel, noch kurz für die da gestern gespielt haben. Ab sofort wird das Warm-Mach-Programm die ersten 20, 30 Minuten, je nachdem, was wir machen, wird Ader machen. Er denkt sich immer Übungen mit euch aus, mal macht er euch ein bisschen kraftmäßig fertig. Am besten montags direkt nach dem Spiel. Perfekt. Genau. das wird er also eher donnerstags machen und montags eher ein bisschen softer das Ganze. Wird da ein bisschen variieren, schätze ich mal. Mal ein bisschen Stabilität, mal ein bisschen Kraft, mal ein bisschen Explosivität. Wird er sich was ausdenken. Er ist wie gesagt unser Fitnesstrainer und er übernimmt es ab sofort. Macht er die erste halbe Stunde ab. Jetzt kann ich. Laufen wir halbe Runden und ich sage euch einfach die Übungen an und ihr macht einfach nach. Und danach machen wir einen Mobility-Kreis, also halt ganz soft, also ganz easy. Okay? Okay, komm, fangen wir an, let's go. Schaff mit, das ist doch leider nicht schwer. Wichtig hier, Oberkörper gerade, ja? Oberkörper gerade, ich will nicht sowas sehen. Und ihr schwenkt euer Bein komplett nach vorne und nach hinten. Wichtig, Oberkörper gerade, stabil in der Hüfte bleiben. Richtig nach hinten, Jonas. Versuch. Stützt euch gegenseitig ab. Versucht jeder so 20 Mal zu schwenken, wenn ihr fertig seid, andere Seite. Scheiße, ich will mit ihm, jetzt muss ich richtig machen. Volle Range mitnehmen, versuchen. Ich habe heute falsche Jogginghose an, Dicker, ja. Und schön öffnen. Ihr könnt hier, wenn ihr hochgeht, könnt ihr ein bisschen in die Zehenspitzen hochgehen, ja. Also komplette. Genau, schön aufmachen. Genau, sehr gut. Sehr gut. Hier reichen 12 Stück. Und dann wechseln. Richtig hoch, richtig hoch. Genau. Der andere Fuß kannst du ruhig bis auf Zehenspitze gehen. Einer, so, wenn du hochgehst. So, ihr steht gerade. Achtet drauf, dass die Knie durchgestreckt sind. Kommt nach vorne. Nach vorne strecken. Nach oben gucken. Und langsam wieder nach vorne. Achtet drauf, ich will nicht sowas sehen. Das ist das Problem bei uns. Nicht sowas. Drauf achten, versucht es. Wenn ihr hier ein bisschen knickt, ist okay, aber ich will, dass ihr komplett durchstreckt. Okay? Ich will nicht, dass ihr hier in die Liegestütze geht, sondern Arme bleiben immer gerade. Ich will nur, dass ihr mit der Hüfte runtergeht und dann so nach oben guckt. Die Arme bleiben stabil. 10 Stück. Ich glaube, die Übung kennt jeder. Schöner Ausfallschritt. Wichtig hier, Hüfte strecken. Arm hier zur Seite. Entweder ihr könnt das Knie in der Luft lassen oder auch absetzen, wenn es euch zu anstrengend ist. Und schön nach oben öffnen. 10-mal die eine Seite und danach wechseln auf die andere Seite. Versucht hier richtig reinzugehen, Jungs. Wenn ihr hier den Ausfallschritt macht, versucht richtig hier erstmal geöffnet zu lassen. Und dann geht ihr erst in die Position runter. Und Blick geht immer mit den Händen. Genau, sehr gut. Gut, Julius. Okay, wir gehen wieder. Beine auseinander. Ihr dreht euch ein. Streckt euch. Kommt Ausgangsposition. Andere Seite.
Streckt euch. Ausgangsposition, andere Seite. Fünfmal jede Seite. Sehr gut. Und bitte alle auf den Bauch legen. Und jetzt versucht ihr mit der gegengesetzten Bein. Ihr versucht es. Ihr versucht es. Auch wenn es vielleicht nur bis zur Hälfte geht, versucht es, genau. Genau, runtersetzen und dann auf die andere Seite. Genau. Ich würde gerne mal wissen, wie ich aussehe, wie weit ich komme. Sehr gut. Links geht rechts nicht. Gut aus, Jungs. Jonas, nicht so lange halten. Ach so, Digga. Das ist ja voll weit, ey. Ja, links geht rechts nicht. Voll, ja. Boah, Bruder. Bruder, neue Sexstellung, ey. Guck mal kurz, so und dann. Genau. sehr gut, Jungs. Auf einem Bein. Ihr rotiert nach hinten und kommt nach vorne. Bleibt kurz stehen. Falls euch so anstrengend nach einer Weile, könnt ihr kurz absetzen durch die Wiederholung. Rotiert nach hinten und kommt nach vorne. Okay? Bei mir gerade ein bisschen auch gestruggelt. Rotiert nach hinten und nach vorne. Wenn es anstrengend ist, setzt kurz ab und dann wieder nach vorne. Fünfmal pro jede Seite. Versucht Oberkörper gerade zu lassen, Blick nach vorne. Jetzt gehen wir ganz, ich glaube, die Übung kennt ihr schon. Ihr versucht einfach in die Russenhocke zu kommen. Wichtig hier, versuchen runterzukommen. Ich will nicht sowas sehen, sondern schön hier rein. Arsch komplett runter versuchen. So, aber ihr bleibt nicht in der Position, sondern ihr kommt hier hin und streckt euch nach oben und dann wieder runter. Versuchen. In ein paar Wochen machen wir das alle so. Und nach vorne. Runter. Versuchen 10-mal zu wiederholen. Die Hand ist hier. Guck mal, ich will jetzt. Achtet drauf auf die Ausführung, ja? Ich will jetzt nicht. Ihr denkt jetzt, okay, er macht einfach den hier. Aber so ist es nicht. Die Hand ist hier. Ihr kommt hoch. Oben dreht sich die Richtung. Und ihr kommt wieder so an, genau. Wenn ihr oben seid, merkt ihr dort an der Schulter. Boom. Rausziehen. Rausziehen und rein. Versuchen, volle Range mitzunehmen. Hoch, drehen und rein. Spürt ihr es? Genau, sehr gut. Versucht es, eine flüssige Bewegung ist. Ihr kommt hoch, genau hier oben, am obersten Punkt dreht ihr und kommt runter. Sehr gut. So Leute, Warm-up und kleine Mobility-Runde haben wir geschafft. Ich habe echt überraschend auch mehr geschwitzt als gedacht, sage ich ehrlich. Ich glaube die Jungs auch, aber die sind jetzt auf jeden Fall ordentlich warm. Wie ihr seht, machen die jetzt schön was mit dem Ball. Falls ihr noch mehr Sachen braucht bezüglich Training, Ernährungspläne, Trainingspläne fürs Gym oder Fußball, was auch immer, Laufpläne, könnt ihr gerne die Perform All App abchecken. Link ist in der Bio. Schreibt gerne in die Kommentare, ob diese Art Videos euch gefallen haben. Dann packen wir das auch öfters mal rein bei uns im Kanal. Und ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Was soll ich euch noch sagen? Viel Liebe an euch, Kuss und bis zum nächsten Video. Prost.